Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hearthstone. Ich bin's wieder, Island986. Diesmal mit Webcam-Bild. Dafür natürlich ganz gerne würde ich eure Meinung wissen, wie ihr das Ganze findet. Und ob ich mir jedes Mal einen neuen Spruch ausdenken soll, der drunter stehen soll. Wäre cool, wenn ihr mir das sagen könntet, was ihr da gerne hättet. Ja, beim letzten Mal haben wir ein bisschen mit einem Schaman, glaube ich, geübt, wenn ich das richtig im Sinn habe. Ist ja jetzt schon wieder 2 Tage her. Na, 2 Tage her, viel zu lange her. Haben wir mit dem Schaman geübt? Ich glaube ja. Wir haben mit dem Schaman, meine ich, geübt. Dementsprechend brauchen wir jetzt erst noch ein Schamanendeck, um dann mit dem Schaman und dem Schamanendeck schamanistische Sachen zu machen. So, ein wunderbares neues Deck mit Thrall. Genau, den Thrall wollte ich nämlich auch noch hochleveln. Jo. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ist kostenlos, ist immer gut. Ja, nehmen wir auch mit. Man weiß ja nie, wann man es gebrauchen kann. Verleiht einem befreundeten Charakter plus 3 in diesem Anzug. Oder? Warum nicht? Windzorn ist eine geile Sache. Eigentlich haben wir noch gar nicht so viel. Verhexen nehmen wir auch mit. Da haben wir schon 10 Karten zusammen. Ich habe aber noch nichts drin. Nee. Waffe des... Ja, aber ist doch auch nur plus 3, der Kampfrausch. Ist doch totaler Blödsinn. Dann würde ich lieber sagen, nehmen wir noch ein paar Karten mit, die wir einsetzen können. So, ich fange jetzt auch mal mit Murlocs an. Murlocs. Diese ewig geilen, coolen Murlocs. Das ist auch ein Murloc. Zumindest ist es ein Murloc-Bild. Auch wenn Blaukiemenkrieger eigentlich kein Murloc ist, oder? Ich weiß nicht. Oh, das ist auch geil. Kann nicht als Ziel von Zaubern und oder Heldenfähigkeiten ausgewählt werden. Das gefällt mir. Wir haben 19 Karten zusammen. Haben wir noch ein paar? Da haben wir noch ein paar Murlocs. Murlocs. Wir brauchen mehr Murlocs. Haben wir noch mehr Murlocs? Murlocs. Ich brauche mehr Murlocs. Die nehme ich auch mit rein. Ich mag diese Karte. Ich finde die toll. Ein paar starke Karten brauchen wir auch. Spottkarten brauchen wir auf jeden Fall. Jo. Goblins, nö, nö. Ja, dann holen wir uns mal hier noch so 1, 2 starke rein. So, eine Karte habe ich noch offen. Dann vielleicht noch so eine mittelstarke. So eine mittelstarke. Jetzt ist nur die Frage, welche... Hier nehmen wir den Goblin-Leibwächter noch mit. So, ich denke mal, das sieht doch nach einem halbwegs annehmbaren Deck aus, so dass wir auch... Warte, Sekunde mal, das fällt mir jetzt erst auf. Ah, wir haben schon Arkanstaub. Mir wurde gesagt, mit dem Rechtsklick drauf kann ich zum Teil Karten entzaubern. Und 39,99, was? Ah, da, verwendet euren Staub, um diese Karte herzustellen oder verarbeitet diese Karte zu Arkanstaub. Aha. Okay, habe ich aber auch gesagt gehabt, machen wir nicht, weil ist nicht mein Account, ne? Und dementsprechend lassen wir das Ganze noch bleiben, weil, naja, mit meinem Account kann ich dann machen, was ich will. Mit dem Account, den möchte er ja vielleicht auch irgendwann wieder haben, vielleicht auch irgendwann wieder benutzen. Und nicht wundern, wenn ich so zwischendurch so zur Seite gucke, so, oder, liegt daran, dass ich auf dem zweiten Bildschirm natürlich meine Webcam wieder habe. Angezeigt habe und dann zwischendurch noch überprüfe, ob der aufnimmt, ob das alles gut aussieht, ob ich auch wohl geschminkt bin und fertig gemacht und, ne. Thrall gegen Gul'dan! Nein, nicht gegen den Hexenmeister. Eure Seele wird mir gehören! Eure Zeit ist gekommen! Die Karten sind gut, die behalte ich. Also gefallen mir zumindest. Was mir weniger gefällt, ist, dass wir gegen den Hexenmeister spielen. Aber hey, ich kann zumindest schon mal dann eine Verwandlung rausklatschen. Ich grüße euch. Ah, wieder jemand, der grüßt. Finde ich schön. Die Leute haben anscheinend mein Video gesehen und haben gesagt, so, jetzt grüßen wir immer. Finde ich gut. Finde ich gut. So gehört sich das Ganze auch. Schade, dass man hier nicht... Schade, dass wir hier nicht hingehen können und... Zu den Waffen! So. Machen wir ihm noch einen Schaden und frieren ihn ein bisschen ein. So. Schade, dass wir hier nicht auch chatten können mit dem Gegner. Zumindest glaube ich, dass es nicht geht. Mal die Enter-Taste drücken. Verwenden Sie das Freunde-Menü, um ein Gespräch mit einem Freund zu beginnen.
Na, was hast du vor? Er stellt wieder Leben her. Ich merke schon, er wird sich so ein bisschen verkriechen. Aber das ist gar nicht weiter schlimm. Er hat zwar schon Spott, aber wir stellen ihm mal das Leben wieder her. So, wir fangen dann mal an, ein bisschen aufzuräumen. Weg mit mir. Muss den Diener mit Spott angreifen. Achso, ja, da war ja was. Immer den Diener mit Spott angreifen. Verdammt Axt. Und wir müssen gleich Totems rausholen. Ganz viele Totems. Ich will Totems haben. Aber ich muss auch noch auf Murlocs warten. In der Murlocs ist mein Murlocs desto besser. Und was ist, wenn ich doch Kerze nehme? Ja gut, er kann mir jetzt mich weghauen. Macht mir ein bisschen Schaden. Wuhu. Na komm, mach deine zwei Schaden. Mach mir deine zwei Schaden. Dankeschön. Damit komme ich klar, denn ich rufe mir noch einen mechanischen Drachling herbei. Job dann. Hätte ich jetzt mit dem Drachling direkt angreifen können? Wahrscheinlich nicht. Nein, wenn ich das richtig im Kopf habe, geht's nicht. Oder? Ich weiß ich gerade nicht. Ich bin mir unsicher. Mann, nee, ich hasse es, wenn ich mir unsicher bin. Ach, weil ich angefangen habe, er den Mana-Kristall. Oh, noch mehr Spottviecher, ey. So langsam reicht's. Der macht mehr Zauberschaden, ne? Ja. Mach mir ruhig Schaden. Ist gar kein Problem. Guck mal, wir machen ganz cool einen kleinen Fußsoldat. Und machen aus dir einen Frosch. Warum? Weil wir es können. Zack. So gefällt mir das Ganze doch etwas besser. So, wir haben auch eine Spottkarte. Okay, er hat einen Grüßel draußen. Mit Spott natürlich. Ohne Spott geht ja nicht. Ja, was machst du? Okay, meine Spottkarte weg. Mich wieder angreifen höchstwahrscheinlich. So langsam wird es Zeit, dass ich dann doch mal wirklich aktiv, aktiv nochmal buffe. Und Tote mal raushole. Weil das wird extremst viel Zeit. Zauberschaden plus 1. Na also. Wir machen wieder mehr Zauberschaden. Wir haben zwar nichts für Zauberschaden. Warte mal. Der erste Diener, den ihr in einem Zug ausspielt, kostet 1 weniger. Und in welchem Zug? Ist das dafür egal? So, welchen Murloc haben wir? Was haben wir jetzt draußen? Ist Verbrennungstoten. Sehr gut. So, dann fangen wir jetzt doch mal mit den Murlocs an. Wird ja auch Zeit, dass wir mal Murlocs ziehen. Wie viele Karten? Legt euch nicht mit Zahler an. So, langsam kriegt er dann doch so ein kleines Heer aufgebaut, was mir weniger gut gefällt. Und 2, 4, 5, 9 Schaden kann er mir machen. Scheint aber auch noch daran interessiert zu sein, erstmal meine Armee wegzumachen. Gerade die Murlocs anscheinend. Verstehe ich gar nicht. Die Murlocs sind doch toll. Okay. Dann setzen wir vielleicht doch noch ein bisschen was raus. Was ist denn am gefährlichsten denn gerade? Oder was nervt mich am meisten? Machen wir dich mal weg. Ich hab die Karte eh nicht verstanden mit dem im nächsten Zug kostenfrei. Ist eigentlich ziemlich logisch, aber welcher Zug? Und darf ich das dann aussuchen? Oder darf der Gegner das dann aussuchen? Oh. Aua? Nicht nett? Ich glaube, ich sollte jetzt gleich mal anfangen, Schaden wieder an Gegner zu machen. Und vor allem diese Zauberschaden dann mal loszuwerden. Wobei, ich brauche ihm gar keinen Schaden machen. Das macht er selber. Das macht er alles selber, das brauchen wir nicht machen. Wir müssen nur aushalten. Das Dingo. Ja. So in etwa aushalten. Heiler? Heiltotem ist da! Na, endlich ist das Heiltotem da!
So, und jetzt muss er den Spotter erstmal angreifen. Er hat mehr Leben als das, was er an Schaden machen kann. Das wird wieder geheilt. Und jetzt endlich darf ich anfangen. Ach, hat sich wieder erledigt. Okay. Mhm. Seid ihr für das hier bereit? Noch mehr Zauberschaden? Wie viel Zauberschaden wird's denn noch raushauen? Yay, alle anderen Murlocs haben plus 1 Angriff. Oh, ich habe auch so viele Murlocs draußen. In der nächsten Runde bereit sein. Ich glaube, das werden wir nicht ganz schaffen eben gerade. Nein, absolut nicht. Das Einzige, worauf wir noch spielen könnten, wäre länger durchzuhalten mit mehr Karten, aber auch das werden wir nicht schaffen. Weil wir haben nichts auf der Hand, wir können... Wie viele von diesen gottverdammten Ängstkarten hat er denn da noch drin? Womit der Schaden machen kann, das ist doch nicht mehr normal. 4, 5, 6, 7, 8, 9 Schaden. Gut gespielt. Na komm, dann bring's zu Ende. Gut, das war nicht ganz so erfolgreich. Da hat der Gegner aber auch ziemlich miese Karten gehabt. Finde ich. Also mit diesem ganzen, na ja, machen wir Nummer 3 Schaden, machen wir Nummer 4 Schaden. Benachbarte Diener haben plus 2 Angriff. Ha! Wir müssen unser Deck nochmal umbauen. Deck umbauen. Ganz schnell, ganz wichtig, Deck umbauen. Mein Schamane. So, eine Zweierkarte. Einmal und... Zweimal. Dann wollen wir die mal direkt mit austesten, wie die so ist im Live-Spiel. Wir sind wieder mit dem Schamanen unterwegs. Ja, bitte. 14 von 20 Basiskarten haben wir. Das heißt, wir sind noch nicht mal mit einem vollständigen Schamanendeck im gerade unterwegs, sondern nur mit so einem halb zusammengekleisterten Blödsinnsdeck. Womit wir versuchen, irgendwie über Wasser zu bleiben. Aber ich will die Quest beenden, weil die Quests geben wieder Geld. Und wenn ich genug Geld habe, will ich dann, anstatt dass wir uns Karten kaufen, das nächste Mal schön mal in die Arena gehen, weil die wollen wir uns ja auch mal angucken. Thrall gegen Uta. Warum? Warum? Was habe ich dir... Was? Spiel, was... Was habe ich dir getan? Was habe ich dir getan, dass du mir die gleiche Karte nochmal auf Hand gibst? Das ist sehr gut. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Naja, egal. Murlocs. Das zähle ich eigentlich auch zum Murloc. Da fehlt nur noch eine Murloc-Karte, 6 Mana-Kristalle und dann bumm. Da haben wir Murlocs ohne Ende draußen, die dann auch noch verstärkt sind. Gut, in dem Fall machen wir erstmal gar nichts und warten erstmal ab. Trinken ein bisschen Tee. Ich habe keinen Tee hier. Vielleicht habt ihr Tee hier. Warum habe ich ihn gerade so gemacht? Weil es ist wieder gegen Paladin. Gegen Paladönse. Gegen die Paladose. 2-2, das heißt, wir müssen mindestens eine... Ach, machen wir hier. Ja. Damit wir auch was draußen haben. Mit Spott hätten wir eh nicht raushauen können. Und den in den Frosch verwandeln, warum? Das kann ich mir für später auch aufheben. Ja, einfrieren hätte ich vielleicht machen können, aber wäre ja auch Blödsinn gewesen. Nee, ich denke mal, das war schon so in Ordnung, wie das jetzt und gerade hier laufen ist, das Ganze. Ich grüße mal als erster jetzt, das mal ausnahmsweise. Ich grüße euch. Ach, er grüßt auch zurück. Finde ich nett. Finde ich wieder sehr nett. So, in dem Fall spielen wir mal unseren Mana-Kristall aus, um unsere vernünftige Karte draußen zu haben, um ein bisschen gewappnet zu sein. Für das, was dann auch so alles kommt. Ach, und er kann jedes Mal Rekruten rufen, ja? Immer ein 1-1er. Das ist auch mies. Wenn man dann hat so, alle Rekruten plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, macht 4, plus 6, mal 3, geteilt durch 7. Und diese Werte kriegen die dann. Nein, so schnell kriegst du meine Karte nicht weg. Und weil's so schön ist, weil's so schön ist, stellen wir dich genau in die Mitte. Hauen noch einen Murloc raus. Und greifen mal direkt so ein bisschen an.
Außerdem, oh, ist das toll. Das Flammenzungen-Totem hat auch noch Dreier Abwehr. Das ist schon mal... Ja, Paladin. Ich rubbel ein bisschen an mir, meine Erfahrung. Mein ja. Okay, hier, so. Assassin's Creed 4. Gewonnen auf der Gamescom. Nein. Not gonna happen. Krieg ich trotzdem plus 2. Hat er immer noch 3 Angriff? Das wusste ich jetzt auch nicht. Gut, dass du das gemacht hast. Jetzt weiß ich's. So, Sportkarte weg. Das heißt, in der nächsten Runde muss die nächste Sportkarte raus. Und da kannst du noch so viele Rekruten rufen. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt. Boom! Ich mag Murlocs! Ja, jetzt mag ich Murlocs. Murlocs sind eben gerade toll. Murlocs! Da muss man aber ziemlich viel... Also man muss das so ein bisschen auf der Hand haben, ansonsten wird das mit den Murlocs nicht, aber... Hier, 4-1. Eine 6-5er-Karte, seriously? Du musst den Spotter angreifen. Musst immer den Spotter angreifen. So, ist ja eh schon eine wunderschöne Spottkarte. Von daher, was macht am wenigsten Angriff? Ah, ich hab nichts, was so wenig Angriff macht. Holen wir erst nochmal einen Totem raus. Nochmal mit Spott, sehr gut. So, nächste Runde. Ich finde, ich bin ihm gerade doch relativ sehr gut aufgestellt. Gerechtigkeit. Stellt bei eurem Helden 6 Leben wieder her. Okay, mach das. Das volle Leben. Gut gespielt. Gibst du auf? Nicht aufgeben! Ist noch nicht vorbei! Ja, er hat ja auch schon gesagt, gut gespielt, in dem Fall, ne, er hat nur noch einen Lebenspunkt, das heißt, selbst dann, wenn er jetzt die überkrasseste Spottkarte daraus macht. Er zittert vor der Macht, Sturmwind. Ja, selbst dann bringt es ihn nicht wirklich weiter, aber das weiß er auch. So. Er zittert vor der Macht. Noch ein bisschen mehr draus. Friere ich dich noch ein und greife ihn mit meinem Totem an. Nee, gutes Spiel. Dankeschön. Damit haben wir wieder einen Verlust, einen Sieg. Wir haben 1 von 3 Siegen wieder gemacht. Level Up erreicht. 10 Gold bekommen. 150 Gold, glaube ich, brauchen wir, um weiter aufzusteigen. Also, um in die Arena einsteigen zu können. Und das ist ja das, was ich jetzt als nächstes vorhabe. Ich kann ja mal in die Arena gehen und mal schauen. Mir das optisch mal anschauen. 150, ja. Je länger ihr durchhaltet, desto besser werden eure Belohnungen. Aha, okay. Ja, machen wir vielleicht in der übernächsten Folge, weil in der nächsten Folge machen wir jetzt erstmal noch die Quest mit den Schamanen fertig. Werden das Deck noch ein bisschen ausbauen und wer weiß, was noch alles machen. Ich bin euer Hello986. Bis dann.